Um den Bedarf an Lokomotiven bei der Deutschen Reichsbahn zu decken, wurde neben dem Umbau und der Rekonstruktion alter Fahrzeuge, den sogenannten Reko-Fahrzeugen, die Neuentwicklung von Dampflokomotiven beschlossen. Zu diesen Neubauloks der DR gehörte auch die Baureihe 83.10. Insgesamt wurden 27 Lokomotiven im Lokomotivbau Babelsberg hergestellt. Das Haupteinsatzgebiet der neu konstruierten Lokomotiven sollten in erster Linie die Nebenbahnen sein. Trotz bekannter Mängel beim Prototyp begann man mit der Indienststellung der Lokomotiven. Dennoch glänzte die Baureihe 83.10 zu ihrer Blütezeit, insbesondere auf den Erzgebirgsstrecken, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Mit großen Vorräten an Bord verbrachten die Lokomotiven erheblich mehr Zeit auf der Strecke als im zuständigen Bahnbetriebswerk. Mit der zunehmenden Umstellung auf den Dieselbetrieb zeichnete sich das Ende der Dampfrösser ab. Da bis 1974 alle Lokomotiven verschrottet wurden, ist kein Original als Museumslok erhalten geblieben. Eine Lokomotive als Modell umzusetzen, die es im Original nicht mehr gibt, stellte die Pico-Konstrukteure vor zusätzliche Herausforderungen. Um eine maximale Vorbildtreue zu erreichen, griffen sie einerseits auf Konstruktionszeichnungen, andererseits aber auch auf Schilderungen von Zeitzeugen zurück und stellten weitere Nachforschungen an. Die Proportionen der Lok sind hervorragend für das Größenverhältnis von 1 zu 120 eingefangen worden. Hierbei weist das Modell der Baureihe 83.10 von Pico wie immer eine Fülle liebevoll gestalteter Details auf. Zu den separat werkseitig angesetzten Teilen der Lokomotive gehören unter anderem eine Glocke, eine Pfeife, die Deckel der Wasserkästen, die Lichtmaschine, Auftritte zur Pufferbohle, Leitern, Handstangen, die Heizleitungen und Sandrohre. Bremsschläuche zur Komplettierung der Pufferbohle liegen separat bei. Angetrieben durch einen Motor mit Schwungmassen setzt sich die Lok, unterstützt durch zwei Haftreifen, langsam und bedächtig in Bewegung. Im Fahrbetrieb kommt der aus Metall gefertigte Stangenantrieb richtig zur Geltung. Durch Nachrüstung eines Pico Smart Decoder XP 5.1 Next 18 kann die Anfahrtverzögerung individuell nach Belieben eingestellt werden. Die Soundversion ist bereits ab Werk mit einem Pico Smart Decoder XP 5.1 Sound mit Train Sound on Board ausgestattet. Die Lokomotive verfügt über vielfältige Beleuchtungs- und Lichtfunktionen, für die kleine LEDs verbaut wurden, welche auch im Analogbetrieb mit geringer Spannung hell leuchten. Als erster Modellbahnhersteller legt Pico diese besondere Maschine in Großserie auf und begeistert nach dem H0-Modell nun auch die TT-Fans der Deutschen Reichsbahn, welche dieses Modell bereits sehnsüchtig erwartet haben. Als neue unter den alten findet die Baureihe 83.10 in jeder Sammlung und in jedem Fuhrpark noch Platz. Das Modell der BR 83.10 bringt eine längst verlorene Lokomotive wieder zurück aufs Gleis und übt auf diese Weise eine außergewöhnliche Faszination auf Modellbahnfreunde aus. Das umfangreiche Pico-Sortiment in der Spur TT hält eine große Auswahl passender Wagen als Ergänzung zur BR 83.10 bereit. Ein Beispiel sind die bereits erschienenen Güterwagen vom Typ G02, welche unter anderem im einschlägigen Modellbahnfachhandel erhältlich sind. Die ab 1895 in Hohlbauweise gefertigten gedeckten Flachwagen gehören zu den frühesten Güterwagen. Ziel war es, mit der Baureihe eine Standardisierung im Güterwagenbau zu erwirken. Insgesamt wurden 47.533 Exemplare dieses ca. 9,3 Meter langen und etwa 10 Tonnen schweren Güterwagentyps gefertigt. Die Nutzlast betrug bei einem Ladevolumen von 45,7 Kubikmetern 15 Tonnen und die Höchstgeschwindigkeit lag bei 60 Stundenkilometern.
Der G02 bildete die Grundlage für den nachfolgenden Güterwagen G10 und viele G02 wurden nachträglich zu einem G10 umgebaut. Die erstmals von der Preußischen Staatsbahn beschafften Wagen waren auch bei der Deutschen Reichsbahn lange Zeit ein häufig anzutreffender Zeitgenosse. Entsprechend groß dürfte die Freude der Anhänger des Maßstabes 1:120 darüber ausfallen, dass diese neu konstruierten Güterwagen nun auch in dieser Spurgröße verfügbar sind. Wie für Pico-Modelle üblich, überzeugt die Optik des Wagens durch feinste Gravuren. Hierdurch sind die einzelnen Planken der in Verbandbauart gefertigten Fahrzeuge gut zu erkennen. Ebenso verhält es sich bei den Drehgestellen, bei denen alle Einzelteile von den Federpaketen bis hin zu den Bremsbacken gut erkennbar umgesetzt wurden. Für maximalen Spielspaß sind die Wagen ab Werk bereits vollständig montiert, wobei viele Anbauteile separat und freistehend angesetzt sind. Dank der sauberen und filigranen Verarbeitung wird das Wagenmodell nicht nur zu einem prächtigen Blickfang in den Vitrinen von Sammlern. Auch auf den verschiedensten heimischen Gleisanlagen werden die robusten Güterwagen mit ihrem großen Detailreichtum zu einem besonderen Highlight. Egal ob bei einer gemütlichen Dampffahrt oder im Rangierbetrieb, sorgen die leichtgängigen Achsen für ausgezeichnete Rolleigenschaften. Der G02-Wagen von Pico erscheint historisch korrekt als Modell mit Bremserhaus. Die gedeckten Flachdachwagen G02 sind eine willkommene Ergänzung zum Pico TT-Sortiment. Als einer der meistgebauten Güterwagen der Welt darf dieser prägnante Wagentyp in keinem Fuhrpark der Epoche 3 fehlen. Den beiden einzeln erhältlichen Wagen folgt schon bald ein Wagenset. Dieses besteht aus jeweils einem Wagen mit und ohne Bremserhaus und ist mit einer zeitgenössischen Reklame versehen.